Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play namens Creatures of Ava. Ja, ich freue mich unheimlich, dass ich dieses Spiel vorstellen darf, beziehungsweise ein Let's Play davon machen darf. Und ich habe schon ein bisschen was davon mitbekommen, weil der Epi sich da auch drauf gestürzt hat. Und das will schon was heißen. Wenn der Epi das selbst auch für gut befindet, dann muss es auf jeden Fall gut sein. Also solche Art von Spielen. Alle diejenigen von euch, die vielleicht schon mein Let's Play zu Palia gesehen haben, das möchte ich auch in Zukunft noch ein bisschen weitermachen, weil jetzt auch wieder ein neues Update rauskam und so weiter. Muss ich aber jetzt erstmal ein bisschen hinten anstellen, weil ja, dieses Spiel rausgekommen ist und ich ja leider nicht alles auf einmal machen kann. Aber all diejenigen, die auch Palia gesehen haben, könnten auch ihre große Freude dabei haben, dieses Spiel hier zu spielen. Weil es ist grafisch ähnlich. Es ist schon ein bisschen actionreicher, muss ich dazu sagen. Aber es ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. Viel weiß ich selber auch noch. Nicht nur das, was der Epi mir dazu erzählt hat. Aber ich habe die Bilder gesehen und ich habe ein bisschen geguckt, was man da so machen kann und so weiter. Und ich bin wirklich begeistert bisher. Ihr könnt einen Schwierigkeitsgrad wählen zwischen Geschichte, leichtere Kampfschwierigkeit, um die Geschichte von Creatures of Ava genießen zu können. Normal, Standard, Schwierigkeitsstufe des Spiels und schwer erhöhter Kampfschwierigkeitsgrad bei den Kreaturen mehr Schaden verursachen. Ah ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich... Oh, it's beautiful. It used to be. Let's just continue with the rescue brief. Wait, something's wrong. Vic? Vic! Bring the Rampart! Wir haben jetzt leider keine Musik drin. Das wollte ich eben gesagt haben, aus lizenzrechtlichen Gründen. Aber ich habe mal ein bisschen reingehört. Das ist wirklich sehr, sehr schöne Musik für den Hintergrund drin. Also wenn ihr nichts veröffentlichen müsst oder so und euch darum Gedanken machen müsst, dann solltet ihr die Musik einschalten. Es ist wirklich sehr schöne Musik. Tja, so wie es aussieht, sind wir jetzt in der Rettungskapsel. Sind wir ein Kind? Also das Kind von den beiden? Das sieht so aus. Und wir sehen jetzt quasi, wie die Station auseinanderbricht. Ganz war allerdings eine Rückschau. Wir sind jetzt allerdings dennoch auf einem fremden Planeten scheinbar gelandet. Tabitha? Are you there? Bin ich jetzt Tabitha oder ist die andere jetzt Tabitha? Weil die andere hat mich Vic genannt irgendwie gerade. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal, so sehen wir auf jeden Fall schon mal aus. Richtig, richtig schöne Grafik. Ich bin am Überlegen, ob ich das Ganze tatsächlich mit Maus und Tastatur spielen möchte oder ob ich das Ganze doch lieber umschalte auf Controller. Ich werde das mal kurz auf Controller probieren. So, Controller ist drin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Tasten ich drücken muss. Heile dich selbst. Ja, wie denn? Ich habe keine Heiltaste. Oh, das ist Spiel speichern. Die wollte ich nicht haben. Vielleicht nach oben. Keine Gegenstände übrig. Links, rechts, unten. Also ich denke, dass das damit zu tun hat, aber wir haben nichts, um uns zu heilen.
noch keine Pilze oder so einsammeln. Ach so, ugh, das ist ein Heilgebräu. Ich wusste, da lag was, aber ich wusste natürlich nicht, dass das ein Heilgebräu ist. Okay, dann nach oben. Nach oben ist heilen. Okay. That's better. Tabitha, I'm here. I'm alive. But our field equipment is... it's... Tabitha? Do you read? Nothing. Maybe if I get some height. Kann ich hier denn noch irgendwas mitnehmen? Anscheinend nicht. Aber irgendwas piepst doch hier. Es hört sich an, als ob das Gerät selber am Piepsen ist. Also wie gesagt, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob ich das jetzt tatsächlich mit Controller oder ob ich das jetzt mit Maus und Tastatur spielen soll. Aber ich probiere es auf jeden Fall mit Controller mal aus. Da müssen wir wahrscheinlich rum. L. Ach so, L. L ist ja links. Ich doof. Okay. Links gedrückt halten, dann können wir ducken. Moment, Moment. Halte LB, das ist links, zum Sprinten. Wenn ich nicht an den Stick rankomme, heißt das. Okay. Gut, könnte vielleicht doch ein bisschen kompliziert sein mit Controller, aber wir versuchen es erstmal. Oh, hey, hallo! Halte das, also drück das, Moment, Inventar, Datenbank, Kreatur, nein. Mach ein Foto eines gesunden Krei. Wie mache ich denn Fotos? Streichle ein Kai, mach ein Foto eines infizierten Kai, nutze die Koop-Fähigkeit von Krei? Rette die Spezies von Krei. Okay. Also wir haben eine Aufgabe mit dem Tier. Begib dich auf höheres Gelände. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir das machen? Also das mit dem höheren Gelände natürlich auch. Da hinten könnten wir theoretisch hochspringen. Können wir hier auch durch? Duck dich im hohen Gras, um dich zu verstecken. Aha. Warum, wenn ich... wenn ich gejagt werde oder auch so, wenn ich zum Beispiel Fotos mache? Weil ich soll ja auch ein Foto von ihm machen. Hallöchen. Ja, bleib doch mal hier. Ich weiß, dass du dich da drin versteckst. Na? Ach so, der ist da hinten hingelaufen. Dann. It's a whole pack. I can't miss this chance. Also ich bin weg, so wie es aussieht. Ah! Drücke rechts, um die Kamera auszurüsten. Das schreiben wir uns doch mal eben auf, damit ich das auch behalten kann. Ne? Ihr kennt ja mein Kurzzeitgedächtnis, was das betrifft. Verwende oben, um rein und raus zu zoomen. Drücke RB. Rechts oben, um mein Foto zu machen. Rechts oben, das ist aber auch eine komische. Schreibe ich mal und RB. Ich hätte jetzt rechts 1 schreiben sollen, aber egal. Okay. Hinzufügen. Rechte. Oh, Photoshoot time. Damit ranzoomen. Kann ich auch wieder rauszoomen damit? Ja. Ah. Hilfe. Was war das? Und more importantly, how big is it? Das klang nicht gut. Hallo? Ich dachte, der kommt jetzt hier hin. Also wenn ich jetzt gleich so ein Jump'n'Run machen muss oder sowas, ich glaube, dann wäre es tatsächlich besser, wenn ich umschalte auf... Kann ich darüber springen? Muss ich wahrscheinlich, ne?
Kann ich da rein zu denen in die Höhle? Anscheinend nicht. Oh Gott. Ich versuch's mal durchzuziehen mit einem Controller. Mal schauen, wie es wird. Das hört sich hier so laut an irgendwie. Oh ja, oh ja. Nein, Y. Wieso muss ich das mit Y eigentlich einsammeln? Das ist auch eine komische Tastenbelegung. Da kann ich hoch. Da ist sonst nichts mehr. Alter! Was war das? Hä? Ist doch gar nichts. Oder über mir. Ach, da! Say cheese. Oh, die sehen aber sehr kränklich aus. Aber steht gesund. Ich finde, die sehen kränklich aus. So. Nein, wieso springt die nicht? Oh. Kann man eigentlich einen Doppelsprung machen? Nee, nur einen. Wenn hier schon was ist zum Verstecken, ne, dann erstmal nachschauen hier. Unten steht es ja auch eingezeichnet. Ach, ich bin ja auch so doof. Das ist aber richtig gut gemacht. Das ist für Leute wie mich, die dann immer wieder vergessen, welche Tastaturbelegung sie eigentlich haben. Hier sind gerade doch welche rein. Oh. Hallöchen. Oh oh. Ich glaube, ich bin platt. Willkommen auf Ava. Begib dich auf höheres Gelände. Ich habe eine Bruchlandung auf dem Planeten hingelegt und kann Tabitha über Funk nicht erreichen. Aber vielleicht bekomme ich in höheren Gelände eine bessere Verbindung oder sowas, stand da? Need some help? Ich habe den Yeti gefunden. Sag mir, was du dir gebrochen hast. Die Beine? Es sind die Beine, stimmt's? Was? Nein, mir geht es gut. Ich bin nur... Moment mal, du sprichst meine Sprache? Du bist nicht der erste Mensch, der auf Ava einen Sturz hinlegt. Und immer brecht ihr euch dabei die Beine. Traurig, traurig. Nein, hör doch zu, meinen Beinen geht's gut. Starke Beine, gute Beine. Wenn du meinst... Was machst du hier auf Ava, Starkbein? Den Namen habe ich jetzt weg. Ich bin hier, um euch zu retten, aber ich heiße nicht. Du bist hier, um mich zu retten? Du bist doch in das große Loch gefallen. Alter, ganz ehrlich, das Viech ist auf mich draufgefallen. Allein deswegen müsste ich schon platt sein. Und dann bin ich nochmal mit dem Viech anscheinend hier runtergefallen. Vermute ich jetzt mal. Oder das große Loch ist quasi die Größe von dem Viech gewesen. Und das habe ich überlebt. Wollt ihr mir das wirklich weiß machen? Oh mein Gott. Mhm. Ja, schon. Aber hör zu. Du sitzt... Und jetzt sitzt du in einer Ruine fest, weil dir die Trümmer den Ausgang versperren. Das stimmt, aber... Und noch hast du dir... Noch dazu hast du dir die Beine gebrochen. Habe ich nicht. Was nebenbei ein Wunder ist. Ich glaube, du willst die falsche Person retten. Ich will nicht nur dich retten, wer auch immer du bist. Es geht um die Infektion. Wir wollen den ganzen, den gesamten... Ach, vergiss es. Wie du meinst, Starkbein. Warte mal, was tust du eigentlich hier? Ich suche etwas... Weißt du was? Ist nicht so wichtig. Ich glaube, ich muss nicht mehr lange suchen. Okay. Also, warum du hier bist? Im Moment sitzen wir... Ach. Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen matsch in der Birne von meiner Erkältung. Also, egal, warum du hier bist. Im Moment sitzen wir beide fest. Aber ich werde uns schon ja rausholen. Irgendwie. Ich sehe mich mal kurz um.
Leider keine Synchronstimmen. Mal so ein kleiner, dezenter Hinweis. Ich melde mich freiwillig, falls ihr eine Synchronstimme braucht für irgendjemanden. Was haben wir denn hier? That's the infection. The images I've seen do not convey the smell. Können nicht den Gestank übertönen. Okay. Infektion. Das ist Sonstiges. Das Welken. Was es auch ist, es ist anders als alles auf der Erde. Die biologischen Eigenschaften der Infektion gehen über die Missionsanforderungen hinaus. Ich denke, das soll ich auch machen. Beachte jedoch, dass sie sich schnell ausbreitet und die Flora und Fauna von Ava gleichermaßen befällt. Kreaturen können aggressiv werden, wenn sie von dem betroffen sind, was die Namen das Welken nennen. Was sind denn die Namen? Sieht er die Informationen an? Nö. Oder es gibt keine. Das kann natürlich auch. Orte haben wir hier auch schon mal einen. Antarktis Klippentempel. Ach, das ist das, wo wir jetzt drin gelandet sind, nehme ich mal an. Die Funktion dieses antiken Antarktis-Tempels ist zwar nicht bekannt, aber aufgrund seiner Pracht wird vermutet, dass es sich wie bei allen anderen auch um einen Tempel handelt. Okay, was ist eigentlich, wenn ich jetzt oben auf meinen Charakter gehe? Ah, warte mal, das ist doch er, oder? Also ich nehme an, dass es ein er ist. Nimja oder Nima ist von der... Antares, habe ich eben Antarktis gesagt? Von der Antares-Zivilisation besessen. Eher ein Einzelgänger unter den Namen und erkundet oft Gebiete, die die meisten meiden. Dieses Namen verwendet menschliche Pronomen, was für Namen untypisch ist. Was meine ich jetzt damit? Dass das der Name heißt? Oder... Okay. Ah! Oh, ich kann ausweichen mit B! Ah! Gut zu wissen. Gut zu wissen. Schreibe ich mir mal direkt auf. Es tut mir leid, ich weiß, ich weiß. Ausweichen, das vergesse ich sonst wieder. So, ich meine, springen ist ja irgendwie klar, das ist ja intuitiv. Ach so, was mache ich eigentlich jetzt damit? Kann ich da irgendwas machen oder konnte ich nur ein Foto machen? Ich finde einen Weg aus dem Tempel. Naja gut, da kann ich anscheinend nur ein Foto machen. Ich habe kein Loch gefunden. Okay. So ein bisschen aus, aber kann man nicht bewegen, ne? Das ist hier komplett eingestürzt. Ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen aus wie so eine Drehscheibe. Das ist was rot. Da oben komme ich nicht rum, ne? Ist das wichtig? Kann man das fotografieren? Also man kann es fotografieren, aber die Frage ist, ist das wichtig oder... Oh, Touristin. Mache ein Galeriebild. Ah! Okay, also wenn ich das anscheinend speichern kann, zählt es wohl nicht zur Quest, nehme ich mal an. Okay, die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, da geht's hoch. Och, ich bin so doof. Das war nicht so gut. Es sieht so zerbrechlich aus, aber irgendwie... Also ich nehme mal an, dass ich da mit der Blume vielleicht weitermachen muss. Vielleicht sagt ihr mir noch irgendwas zu der Blume. Wo sind wir hier? Aha. In einer Ruine. Das ist ja ein toller Hinweis. Ja, ich weiß, aber was für eine? Wolltest du dich nicht umsehen? Rumstöbern? Mhm. Ein paar alte Sachen anfassen oder so? Nein? Richtig. Wieso sprichst du meine Sprache so gut? Du sagst das, als wäre es schwierig. Hä? Was? Aber... Aha. Ich hab ganz vergessen, wie leicht ihr Menschen euch ablenken lässt. Der Ausgang? Mhm. Ja, natürlich. Also so ein bisschen überheblich ist der schon, ne? Habe ich so das Gefühl. Kann ich hier vielleicht hoch? Ich sehe das gerade. Kann ich nicht hoch? Kann man das denn? Kann man auch nicht schieben? Ja, ihr Lieben, das war's dann mit meiner Vorstellung. Ich bin zu doof, dieses Rätsel zu lösen. Aber da kommen wir nicht hoch, oder? Doch, sie kann sich festhalten. Ah! Okay, ich guck. Also da denke ich mal ein bisschen mit durch, aber ich guck mal eben, ob hier noch irgendetwas ist. Ne, da geht's dann wieder runter.
Okay. Muss ich den ganzen Weg dann gleich wieder zurücklaufen? Wow, this thing still works. Ja. Ich lasse ihn dann mal oben, ne? Ich guck selber mal, wo der Ausgang ist. Ich lasse ihn da mal alleine. Kommen wir damit wieder hoch? Nee, ne? Ach, Moment. War das auch so ein Ding eben? Dann sind die hier nur kaputt, oder wie? Der war jetzt fies. Der war wirklich fies. Ich war gerade unten am Gucken, was da so rumschwebte. What is this? Wir haben das Zepter gefunden. Ja, wir werden die Königin der Welt. Dein Ernst? Was, wieso steht's hier oben? Ich wusste es. Ha, ihr Menschen könnt einfach nicht anders. Wie bitte? Du nimmst einfach alles mit, was du findest, ohne zu fragen. Faszinierend. Ah, du meinst den Stab. Entschuldige bitte, ich wusste nicht. Oh. Alles halb so wild, Starkbein. Was? Aha. Den Nafitar habe ich gesucht. Er ist ein uraltes Relikt. Dann bist du so eine Art... Aha. Ganz genau. Ich bin... Oh. Archäologe. Ja. Huh. Dann willst du diesen, Nafitar sicher haben. Hier. Hm. Ah, nein, ist schon okay. Behalt ihn ruhig. Mm-mm. Aber du sammelst doch Relikte. Ich kann nicht den ganzen Tag einen alten Stock mit mir rumschleppen. Hallo, ein bisschen Ehrfurcht bitte vor nicht identifizierbaren elektronischen Teilen. Keine Ahnung, was das ist. Der alte Stock wird uns hier rausbringen. Benutz dein Gehirn, Starkbein. Aha. Ja, ich vergesse das meistens zu benutzen. Das ist mein großes Problem. Siehst du das Geflecht da drüben? Das Welken versperrt uns den Weg. Aha. Der Nafitar wurde vor Äonen von den Antaris erschaffen. Aha. Und die Antaris... Sie wussten, wie man das Welken vertreibt. Wir müssen nur herausfinden, wie. Moment, wieso bin ich jetzt eigentlich da unten, wenn ich jetzt eben komplett woanders gewesen bin? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das nicht dieses Welken, wo wir eben im Tempel waren? Der Nafitar ermöglicht es dir, das Welken zu neutralisieren. Nutze ihn, um die Welkeblüte zu entfernen, die den Weg blockiert. Halte LT, also L2 gedrückt, um den Verbindungsring zu wirken. Drücke R, während der Strahl aktiv ist, um die automatische Kamera umzuschalten. Also erstmal L2 ist, ja, ich sag mal Stab, so. Und da muss man R drücken, um die Kamera umzuschalten. Was meint ihn damit? Gucken wir mal. Also, LT. Und dann... Whoa. Is this thing for me? Lasst mich doch was ausprobieren. Ich wollte die Kamera umschalten. Okay, muss ich erstmal drauf. Ich weiß nicht, also mit Kamera umschalten war es jetzt irgendwie nicht so. Oder heißt das dann automatisches Zentrieren? Das kann natürlich sein. Ist hier noch irgendwas in der Ecke? Ja, das sei halt so prädestiniert für irgendwas aus, was man hier noch finden kann. Warum ist das hier so blau? Weil es einfach nur schön aussehen soll, befürchte ich. Ach, nee. Oder? Moment, wenn ich jetzt nach vorne gehe und dann R drücke, geht auch.
Könnte damit zu tun haben, das müsste ich jetzt auch mal testen, dass der da wirklich drauf bleibt, wenn ich woanders hingucke. Ist nicht zu tief, ne? Ich falle ja auch nicht ins Loch rein. So, da ist irgendwas Goldenes drin. Ja, bleibt aber auch so drauf, wenn ich weggucke. Hm, das, also das mit dem R runterdrücken habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum, wieso, weshalb, aber vielleicht werden wir es noch rausfinden. Im Moment reicht auf jeden Fall, wenn ich die linke Taste drücke. So, reicht das schon? Das sieht gut aus. Hey, Mr. Archaeologist, you're gonna wanna see this. Ist das eine Öffnung für einen Stab? Hab ich das richtig gesehen? Through stone we teach. What? The ancient Ataris built these all over Ava. It's a sage stone. See the inscriptions? Through stone we teach. Is there a language you don't speak? You don't know much about us now, do you? Put the Nafitar into that slot. Go on, trust me. There it is, an Antares mosaic, but it's fractured. Maybe we can. Ich kann jetzt schon mal sagen, es ist ein Baum. Das sehe ich nämlich am Mittelteil. Die Frage ist jetzt nur, erstens, wie drehe ich das? Moment. RS zum Drehen. Ach so, nee, recht das dick. So, Moment. Mm. Das ist dann der Baumteil. How could I fit the pieces together? Ich nehme mal. Ist die Sonne links? Ich weiß es nicht. That's it. Keep working on it. Nächstes Teil. Ach so, mit A. So, das heißt, das kommt hier hin. Ein bisschen drehen. Dann den Teil. Die Steuerung ist gerade ein bisschen. Also nicht schlecht, aber ich muss mich da echt dran gewöhnen. Vielleicht hätte ich es wirklich einfach auf Tastatur machen sollen. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht mache ich auch später nochmal einen Wechsel. Keine Ahnung. Looks like a group of those Antares people you love so much, but do you know what's happening here? It's a funeral. The Antares buried their loved ones in the soil. But for each body, they uprooted the tree. Then they made these trees float above the grave as a marker. You're saying their gravestones were floating trees? Are you surprised? You humans have your magic, the Antares had theirs. And I think we just got some of it. Aber warum können jetzt auf einmal beide sprechen? Ich hatte so Hoffnung, dass ich meine erste Rolle als Synchronsprecherin bekommen könnte. Na gut. Dann halt nicht. Obwohl für die deutsche Variante vielleicht. Ich meine, es ist ja nur die englische Variante. Vielleicht ist ja irgendwas geplant. Es ist alles verlinkt. Ushun. Ushun lässt verwelkte Kreaturen für einige Zeit über dem Boden schweben, sodass sie sich nicht bewegen oder angreifen können. Oh, das ist gut. Das haben wir zuletzt noch in ein anderes Spiel gelernt. Die Kraft kann zudem bestimmte Objekte in der Umgebung schweben lassen. Um eine Kraft einzusetzen, musst du mit einem verwelkten Wesen verbunden. Aber das verwelkte Wesen muss ich dann schweben lassen, oder was meinen die jetzt damit? Drücke LT, um dich mit einem verwelkten Wesen zu verbinden. Also L2, was wir jetzt quasi zum Angriff sozusagen genutzt haben. Drücke RB, um die Kraft einzusetzen, während du mit dem Wesen verbunden bist. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen komplizierter hier. Also, wir drücken L2 und dann R1 zum Schweben. So. Okay, probieren wir mal aus. On the sage stone, they use the word Ushun, which in your language would be levitate. So, strong legs. Try to Ushun. Try to levitate something with the Nafitar. Aber woran merke ich jetzt, dass ich was schweben lassen kann? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also L2 und dann R1 zum Schweben lassen. Hmm. The effect is temporary.
Still, this new ability might help us find a way out. Kann ich da trotzdem durchgehen dann? Ah, okay. Das ist super. Wie kann ich den Stab eigentlich... Ah, nee. Die liegt dann automatisch weg. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, und was bringst du mir jetzt bei? Ach so, hier ist noch was. Komm mal hier rüber. Hallo. Ach, dann gehe ich halt alleine. Ist mir auch egal. Oh. Hat der das mit der Blume jetzt genommen? Ja, anscheinend ja. Obwohl, da ist noch irgendwas. Nee, hä? Also da habe ich jetzt noch mal eher... Hier ist auch noch mal eine. Ach nee, das ist die Platte. Ah, ja, 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 ja. Aber hier hat er mir doch... Da oben hat er mir das angezeigt. Das heißt, ich muss erst die Platte... Ach, du Schande. Und dann gleichzeitig halten und... Oder muss ich das nicht halten, sondern kann einfach weiterlaufen. Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, wir probieren es mal aus. Okay. So. Okay, wir müssen es nicht halten. Das ist schon mal positiv. Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das jetzt? Ach so. Brauchen wir gar nicht rüber zu springen. Das ging nur um die Blume. Okay, perfekt. Muss ich mit dir noch sprechen? Nö, ich kann einfach weiter, oder? That crash down there. It's in pain. It is trapped by withering. Soon it will be a withered one. Crazed, aggressive. Perhaps we should... Human! Oh-oh. Ah! Drücke B, um... B, um zu sprinten? Ich denke, das mache ich mit L1. Hä? Drücke A, um zu springen. B ist aber nicht sprinten, B ist so zurückspr... Ja, ausweichen, genau, B war ausweichen. Ist das jetzt ein Übersetzungsfehler? Frage an die Entwickler, ist das ein Übersetzungsfehler? Falls mal jemand zuschaut, ich weiß es ja nicht. Weil B habe ich eben als ausweichen wahrgenommen. Springe und sprinte und springe, um bei gefährlichen Begegnungen in Bewegung zu bleiben. Kostet Ausdauer. Oh, Ausdauerkosten ist immer schlecht. Na gut. Oh, ich mach den damit aber wieder lieb, ja? So wie ich das verstehe. Strahlkette. Verweckte Wesen, die mit dem Strahl kollidieren, also durchlaufen quasi, werden automatisch in die Absorption einbezogen. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber sie meinen wahrscheinlich damit, dass das Negative rausgezogen wird. Alter! Kann ich den... Ah, jetzt. Komm, lauf da durch, lauf da durch. Lauf da durch. Ja, eigentlich sollte er da durchlaufen, aber wollte nicht. Habe ich euch alle lieb gemacht? Oh. Komm her, mein Kleiner. Wie kann ich dir helfen? Kreatur helfen. Shh, easy. What are you doing, human? Ich helfe. These creatures are why I'm here. You're here to save the Kraj? I told you. I'm here to save everyone. Ah. Die quieken so niedlich. Oh! Well, well. Looks like we found our way out of here. So, Mr. Archaeologist, what do they call you? Let's see. In your tongue, my name is... What is it in Nam? Oh, Nimar. I'm Nimar. Das ist eine schöne Überleitung.
Creatures of Ava. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.